Hallo ihr hübschen Menschen, mein Name ist Flo, das hier ist Copy & Taste und heute widmen wir uns einem fernöstlichen Trend, der aktuell gerade Europa erobert. Heute gibt es Corn Dogs, also nicht die ganz normalen Corn Dogs, die man ja aus den USA kennt beispielsweise, ne, sondern Korean Corn Dogs. Ja, das Trendfood schlechthin. In Wien geht gerade ein Laden steil, auch auf Instagram und so, wo die Leute kilometerweit für anstehen. Und wir haben uns gedacht, wisst ihr was? Braucht ihr nicht. Wie einfach man sich die Dinger absolut originalgetreu nachkocht, copied, könnte man auch sagen, das seht ihr jetzt. Anfangen tun wir mit den berühmten Soßen, die da drauf kommen. Das ist nämlich in erster Linie einfach eine scharfe Mayonnaise, die besteht aus ganz genau zwei Zutaten. Ihr braucht dafür, wer hat's gedacht, einmal Mayonnaise. Die machen auch Mayo auf alles, ne? Ja, ist aber auch geil. Und ihr braucht eine richtig schön scharfe Soße. Da gibt's ja verschiedene, so diese typischen Chili-Asia-Soßen, hast du nicht gesehen. Super simpel, einfach zusammenkloppen. Den Schärfegrad reguliert ihr, ja, einfach darüber, wie viel ihr dann im Endeffekt halt da drin haben wollt. Aber los geht es mit der Mayonnaise. So. Mayo ist ja schon was Feines auch. Ja, doch. Und dann ordentlich was von der Schärfe. Da könnt ihr ja dann zwischendurch auch mal checken, wie es farblich aussieht. Man erkennt schon an der Farbe immer ganz gut, ob man dran ist. So am Original oder nicht? Und das hier, so orange, so gelb-orange sein, genau, ne? Das hier ist farblich schon sehr dicht dran. Ihr kennt das. Es ist wirklich auch 1:1 diese simple Kombination, die ihr oftmals bei so Sushi mit dabei habt. Oh ja, liebe ich diese Sushi-Cocktailsoße. Oh, ja. Kann mich reinlegen. Ja. So, das war's auch schon. Fertig ist es. Man kann auch einen Schuss Sojasauce oder so reingeben, wenn man das will. Machen wir nicht, denn wir widmen uns noch einer anderen Soße, die da immer mit drauf kommt. Kennt ihr die bestimmt auch? Das ist so diese dicke, glänzende, braune Knoblauchsoße, die es ganz oft gibt. Wo dann zum Beispiel auch so Teriyaki-Spieße gerne mal mit andekoriert werden, angemacht werden und so. Und die machen wir. Die ist nämlich auch ultra simpel selber zu machen. Dafür schnappt ihr euch ein Gläschen. In dieses Gläschen tut ihr nichts anderes als ein wenig, wie der Franzose sagt. Gebt das in eine Pfanne. Dann schnappt ihr euch die Sojasauce eurer Wahl. Ihr habt jetzt ein Glas Wasser da drin und ihr macht ein halbes Glas voll. 50% der Wassermenge kommt nochmal ran an Sojasauce. So. Komm, jetzt ein Schlückchen draus nehmen. Sieht aus wie Cola. Wirklich, Alter, könntest du jemanden verarschen mit. Sprudelst du schön auf bei uns hinten im Sparkle? Ja, räudig. Das gebt ihr auch noch mit dazu. So. Das sieht geil aus. Und die restlichen Zutaten kommen, wenn das richtig heiß ist. Denn das kocht gleich einfach über längere Zeit ein. In der Zeit kann man sich schon ein bisschen um den Teig kümmern oder sonst was. Da rein kommt nämlich lediglich noch eine Menge Honig. Wirklich so 4, 5, 6 Esslöffel, je nachdem. Wow, okay. Chill! Macht ihr hier einfach ein bisschen Knoblauch fein. Ihr passiert das hinterher sowieso. Ja, ihr gebt das hinterher durch ein Sieb, weil ihr wollt wirklich nur die Soße, sämtliche Stückchen, die ihr dann da drin habt vom Knoblauch, kommen raus. Das heißt, ihr müsst euch jetzt absolut keine Mühe geben, das großartig klein zu hacken. Oh, guck mal hier, wir haben jemanden bei uns im Live-Chat. Übrigens, Freunde, wir sind jeden Dienstag ab 10.30 Uhr live auf twitch.tv/drfreud. Kando Art schreibt gerade, lebe seit 8 Jahren in Korea. Hier heißen Corn Dogs übrigens Ugly Dogs. Werden hier, by the way, komplett ohne Soße gemacht. Ja. Aber tatsächlich in Wien und im Westen wird es ja auch gerne mal angepasst, wird es mit Soße gegessen. Und schaut euch die Fotos davon auf Instagram an und yes. So. 4 bis 6 Esslöffel kommen da gerne ran. Und ab jetzt, ne, reduziert die Hitze ein bisschen. Nicht zu heiß. Wenn euch der Zucker verbrennt hier drinne, gerade am Ende, wenn die Flüssigkeit gut verkocht ist, habt ihr da echt Probleme sonst. So, Freunde, als nächstes kümmern wir uns um unseren Teig. Ist ein Nassteig, super simple Geschichte, wirklich. Alles, was ihr braucht, ist die Milch. Wenn ihr davon ein bisschen was abmessen wollt, kein Problem. Also wir nehmen jetzt ungefähr 1/4 Liter. Heißt, Viertel hiervon einfach. Ich komme immer noch nicht drauf klar, dass Flo mittlerweile Teige macht, ohne abzumessen. So. Was ist passiert, Freunde? Komm, einfach ein bisschen mehr, dann haben wir es nachher einfacher. Soll ja hier auch reinpassen, weißt du? Scheiß drauf. Wir machen das hier nach Gefühl, Freunde. 2 Eier kommen damit rein. Schnappt euch die und bei Eiern, Freunde, wirklich einfach ein Tipp fürs gute Gewissen. Achtet drauf, dass ihr was kauft, wo Leute ausdrücklich versichern, dass keine Küken geschreddert werden dafür.
Wahrheit. Das ist wirklich einfach was fürs gute Gewissen. Tut auch keinem weh. Jetzt einfach das Backpulver damit reingeschmissen. Zip. Und zwar ungefähr hier auf die Menge. Gehen wir mal 1 bis 1,5 Teelöffel mit dazu. Ach komm, was soll's. Die Dinger werden fluffy. 2 Teelöffel, it is. Als nächstes, bevor wir das Mehl reingeben, geben wir ein ganz klein wenig Cayenne-Pfeffer mit dazu. Nehmt da auch 1 Teelöffel. Die Dinger sollen nicht wirklich scharf werden, aber es darf so ein bisschen britzeln. Ein wenig Honig. Aber nicht zu viel. Das ist nur wirklich für so eine gewisse Grundsüße. Ein Esslöffelchen. So, dann gehen wir hier mal kurz durch, verquillen das Ei schon mal einfach ein bisschen, bevor wir jetzt gleich das Mehl reinschmeißen. So. Dann haben wir hier keine Klümpchen, auch nicht was unseren Cayenne-Pfeffer angeht. So, und jetzt einfach nach Gefühl das Mehl dazu. Und wenn ihr sagt, ja, das ist die Konsistenz, die ich für meinen Teig haben will, dann seid ihr auch schon fertig damit. In diesem Fall, weil wir wollen, dass es beim Ausbacken sich etwas anders verhält und auch die Panierung daran besser haftet, entscheiden wir uns für ganz simples, ganz normales Mehl. Weizenmehl in dem Fall. Du musst jetzt so eine Konsistenz kriegen, dass es halt eher ein dickerer Teig wird, ne? Also nicht zum Kneten, aber... Nee. Also Nassteig halt, ne? Ja, aber schon ein dickerer Nassteig. Mitteldicker. Er muss halt haften. Ja. Er muss halt an einem Würstchen haften. Ich wüsste da, wie wir das testen können. Ja, mit einem Würstchen, Olli. Nicht mit deinem Penis, um es mal auf den Punkt zu bringen. Das einfach mal beim Namen zu nennen. So, hier nähern wir uns schon einer super Konsistenz. So, bisschen Pfeffer. Ich habe das dümmste Armbändchen aller Zeiten zum Kochen, Alter. Wie dumm das aussieht. So, Slats. Hier ist da bestimmt irgendwo Meersalz, oder? Da. Nicht weniger, sondern Meersalz. Schön ist, wenn man sich hier ein bisschen vertut, macht man ein bisschen mehr Milch rein oder man macht ein bisschen mehr Mehl rein oder man macht ein bisschen mehr Milch rein oder man macht ein bisschen mehr Mehl rein, bis man feststellt, man hat genug Teig für 26.000 Corn Dogs. Ja, ein bisschen geräucherte Paprika. Und warum? Weil wir können. Ja, das ist gut. Guck mal, wenn ihr die Konsistenz ungefähr habt, ne, dass das hier so runterrinnt und ein kontinuierlicher Teigstream ist. Yes, sehr gut, Mann. Perfekt. Dann ist das top. So, unsere Soße, ihr seht, die nimmt sich die Zeit, die sie braucht. Wenn ihr so am Rand, ne, so Rückstände habt, dann seht ihr A, wie viel ist schon eingekocht und B, da ist eine Menge Zucker bei, aufgrund des Honig. Also schabt das gerne rein. Wir haben gerade Beef miteinander. Ey, was hast du gesagt über meine Mutter? Halt deine Maus, Alter. Oh, guck mal, da kommt ein Kumpel dazu. Oh, da kommt ein Kumpel dazu. Oh, shit. Oder der zweite. Oh Gott. Jetzt wird sich eingemischt. Hey, geh weg, lass die beiden das alleine regeln. Was? Was hast du gesagt? Verpiss dich. Ja. Ist unsere Gegend. Guck mal, er wird zurückgehalten. Siehst du das von dem Kleinen? Hase! Bleib hier, Hase! Das ist original, die Situation, Alter. Ja, die Situation scheint sich entschärft zu haben. Ja, oh. Er ist zurück zu seiner Gruppe gegangen. Oh, da kommt noch einer. Da kommt der richtig besoffene Kumpel gerade aus dem Club. Der auch nochmal. Arschloch. Was hast du gesagt? Genauso. Oh, jetzt gibt's Beef. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Er schubst? Ja. Oh Gott. Er schubst? Oh Gott, ja, das ist nicht gut. Das ist nicht. Sie knutschen. Alle tot. Ich glaube, sie knutschen. Nee, sind alle tot. Freunde, jetzt haben wir einen Punkt erreicht. Ihr seht das hier. Wir können das jetzt in der ganzen Pfanne machen. Es läuft langsam wieder zusammen. Wenn das abkühlt, wird das noch etwas dickflüssiger, logischerweise. Und genau das wollen wir haben. Solange das aber heiß ist, lässt sich das super umfüllen. Das heißt, wir nehmen die Pfanne jetzt runter, schnappen wir uns ein Gefäß unserer Wahl und füllen die ganze Schose um. So, zack. Was wir nicht haben wollen, sind Stückchen. So, wir nehmen uns jetzt aber hier so eine schöne Gastrotube. Füllen das da nochmal ein. So viel wir eben können. Optimal. Könnt ihr dann abschmecken, wenn ihr merkt, na, ein bisschen wenig Knoblauch. Also das heißt, es ist noch ein bisschen viel Salz drin oder euch zu viel. Es gibt ja Leute, die mögen es wesentlich salziger, dann kein Honig mehr ran. In meinem Fall noch ein bisschen Honig dazu und jetzt bin ich sehr, sehr, sehr glücklich darüber. Wir stellen einfach beide in den Kühlschrank und dürften wir es ohne zu kleckern. Ja, ja, guck mal, gute Technik. Es dauert nur 3 Jahre. Freunde, seid schlauer als wir oder verzichtet einfach auf diese Fläschchen, ganz ehrlich. Einmal kräftig schütteln, Leute, ist ganz wichtig. Ist voll. Sehr gut.
Freunde, es geht weiter im Text. Wir können uns jetzt final endlich um unsere Core Dogs kümmern. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall ein paar Würstchen. Ich habe in diesem Fall sogar ein paar Käsewürstchen geholt, denn wir haben zumindest überlegt, das überlassen wir jetzt mal dem Live-Publikum, wir haben überlegt, ob wir noch ein bisschen Käse in den Teig geben. Wenig Käse dazu, der Chat ist sich durchaus einig, sogar könnte man den guten sagen. Cheddar. Da jetzt tatsächlich nicht zu viel, denn wir wollen nicht, dass das ein reines Verbrennfestival wird. Ja, geben wir wirklich nur so eine Handvoll dazu. Das muss wirklich reichen. Da ist nämlich tatsächlich von Wichtigkeit, dass ihr bei euren Würstchen eurer Wahl die Enden entfernt. An denen hält einfach die Panierung scheiße. Die nehmt ihr euch jetzt, spießt euch die auf und dann kann man sich überlegen, ob man die in so einem Gefäßchen hier einfach panieren will. Und genau das, glaube ich, wolltest du auf jeden Fall mal probieren. Wir sind noch nicht fertig mit der Vorbereitung, denn wir brauchen dafür jetzt noch Pommes. Diese Pommes, welche auch immer ihr habt, macht ihr einfach ein bisschen klein, so dass sie als ja, Panade dienen oder als Teil der Panade. Denn wenn wir die Würstchen geteigt haben, dann rollen wir sie noch einmal durch die Pommes durch. Im nächsten Arbeitsgang, Freunde, ja, wisst ihr, spießt ihr hier schon mal die Würstchen. Achtet darauf, dass sie nach Möglichkeit gerade sind. Das kann man ja einfach mit dem Spieß dann hier ausgleichen. So, wunderbar. Ja, in der Zeit könnt ihr schon mal ein wenig Öl zum Frittieren erhitzen. Ihr wisst das ja. Einfach ein Schüsschen Öl, ja, in ein Gefäß eurer Wahl. Mit Power auf heiß einstellen. Um die, wenn die mit dem Ölbad fertig sind, ja, dann abzulegen, empfehle ich euch wirklich dringend ein bisschen Küchencrepe, damit das Öl vernünftig abtropfen, ablaufen kann. Weil das ist halt wirklich eine, ja, fettige Angelegenheit. Freunde, das Oil ist hot am Bean. Hier zu viel Moneyboy zur Zeit, Alter. Und jetzt wird's Zeit. Also, dippen. So, dann schauen, dass wir hier möglichst mit wenig Verlusten, ne, weiter drehen, nach Möglichkeit noch ein paar Pommes draufkriegen. Wir müssen mal schauen, wie wir das machen. Das eventuell so sind hin, wir nicht so richtig gut in dem, was wir hier gerade tun. Macht man die vielleicht in den Teig rein? Kann auch sein, warte mal. Nee, in den Teig macht keinen Sinn. Aber ich glaube, was ich tun sollte, ich werde mal was versuchen, Freunde. Wie bei halt Experimenten, ne, nähern wir uns dem einfach an. Das heißt, wir verkleinern das hier und verdicken noch minimal den Teig, oder? Was meinst du? Ja. Machen wir das nicht. Probier mal erstmal so, oder? Ja, ich weiß nicht. Nee, der Teig erschien mir wahnsinnig flüssig plötzlich. Okay, okay. Dann machen wir noch ein bisschen dicker. Er ist halt jetzt auch wärmer geworden über die Zeit. Klar. Dementsprechend flüssiger. So, damit ihr das nachvollziehen könnt, Freunde, so sieht er jetzt aktuell aus in seiner C-Flüssigkeit. So, jetzt schauen wir nochmal, Freunde. Versuch 2 startet. So. Völlig andere Konsistenzgeschichte jetzt, ja, dementsprechend. Hält viel krasser, ne? Naja. Ja, also es hält besser, aber ich bin immer noch etwas skeptisch, was die Pommes angeht. Nee, guck mal, jetzt haben wir es, jetzt haben wir es. Muss schneller drehen dabei. Ja, ich weiß nicht. Es fällt sonst ab. Ja, guck mal, ja, guck mal, guck mal. Yes, ja, Baby, da sind wir. Da sind wir, das war's. So funktioniert's, Freunde. Teig ein bisschen dicker, Pommes ein bisschen kleiner. Und Attacke. Gib ihm. Genau. Jawohl. Jawoll. Guck mal, Freunde. Es wird gut. Das wird 1A. GG, first try, Alter. Mehl. Öl. Mehl. Also ihr seht, Freunde, den hier haben wir nochmal neu gemacht halt, ne? Weniger Pommes, dafür öfter wirklich frisch kleinschneiden, dann draufgeben, einmal durchrollen mit so einer schönen, flinken Handbewegung. Und dann ist beste Zeit, Anrichtezeit, Verkostezeit. Diese schönen dünnen Streifchen einfach da drauf. So. An und für sich wäre es schöner, wenn sie ein bisschen mehr Zeit hat abzukühlen. Wenn sie richtig abgekühlt ist, ist sie halt noch deutlich fester. Es geht noch ein bisschen geiler, aber ihr seht schon, ihr kennt diese Soße. So sieht die aus.
So. Sieht halt so gut aus. Habt ihr hier eure fertigen Core Dogs. Das ist ein absolutes Manifest an Fett und Geschmacksexplosion. Teig, Käse, Würstchen, Käse, Öl, Mayonnaise, Knoblauch, Salz, Pfeffer, bisschen Chili. Oh, alles daran ist geil. Es sieht halt einfach wirklich, und es lässt sich gut halten. Ja. Aber man merkt auch, es hat Gewicht. Ja, das auf jeden Fall. Ich bin so gespannt, Mann. Nice mit der Mayo und so. Boah, Alter. Super lecker. Die Knusprigkeit kannst du gar nicht beschreiben. Du hast erst schon ein bisschen diese Würze und den Knoblauch. Jetzt kommt die Schärfe. Aber nicht trocken knusprig, sondern nur geil. Ja, nur geil. Also wirklich. Alter, ist das lecker. Unfassbar lecker, lecker, lecker. Boah, das hätte ich nicht. Dieses Zusammenbringen von den verschiedenen Konsistenzen. Dieses Mundgefühl dabei. Boah, ist das gut, Mann. Freunde, wirklich. Auch mit der Wurst zusammen, die ergänzt das mega gut, ne? Also, an dieser Stelle ganz viel Spaß, ganz viel Freude, ganz viel Vergnügen damit. Ihr kennt das Motto. Macht's nicht gut, macht's besser. Und ich lege euch wirklich dringend ans Herz. Macht's vor allem nach. Denkt dran, vertaggt uns gerne immer und überall, wenn ihr es nachmacht. Wir freuen uns sehr. Erfüllt uns auch mit ein bisschen Stolz und Freude. Und bis dahin, haltet die Ohren steif, bleibt mir gesund, haut rein und guten Hunger.